So, Lele, guten Tag miteinander. Ja, das wird jetzt eigentlich auch mehr oder weniger nochmal ein Versuchsvideo, weil ja, das mit meinem Mikrofon oben in der Sonnenblende, ich finde es eigentlich richtig gut. Kein Auto einsteigen, losfahren, fertig. Das Problem ist halt bloß dabei, wenn jetzt die ja, es wird jetzt langsam Sommer. Da kann ich kein Fenster aufmachen, kein Dach aufmachen, kann eigentlich gar nichts machen. Was irgendwie Krach im Auto macht. Der erste Nachteil. Der zweite Nachteil ist natürlich, wenn ich dann auf der B30 fahre. Generell, wenn ich einfach schneller fahre. Dann produziert das Auto so viel Nebengeräusche, dass der Ton einfach schlecht wird. So, jetzt mache ich mal ein Licht da. Das seht ihr mir auch. Ja, auf jeden Fall haben jetzt hier das Ansteckmikrofon. Ich hoffe jetzt natürlich, dass das keine Aussetzer hat, weil das Ansteckmikrofon ist eigentlich kaputt. Da ist ein Kabelbruch drin. Und die haben das Kabel jetzt eigentlich so verbogen, dass es funktioniert. Aber wenn ich halt jetzt dann ab und zu gegen das Kabel komme oder wie auch immer kann sein, das ist, dann ist vielleicht auf einmal der Ton weg oder es fängt zum Knacken an oder keine Ahnung. Ja, das Problem ist halt, das rote SmartLav Plus, das ist kein so ein billiges Mikrofon, wo man sagen kann, komm, ich kaufe halt nochmal eins. Ja, und ich war heute auf meinem YouTube-Kanal und habe auch wieder ein paar Videos angeguckt, wo ich nicht allzu viel Privates erzähle und habe die jetzt wieder veröffentlicht. Ein paar, also ich muss noch ein paar mehr machen, aber ja, auf jeden Fall habe ich vom Max Beatshop heute ein Video gesehen. Ich fand das richtig cool. Da hat er jetzt das erste Mal eigentlich so ein, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, so Einleitung mit eingebaut ins Video oder wie auch immer. Ist auf jeden Fall da gestanden, hat mit seinem Telefon ein Taxi angerufen, er hat mit sich selber geschwätzt, aber ist ja egal, hat ein Taxi angerufen. Hat dann so durch, wie wenn er als Antwort kriegt, ja, Taxis sind momentan alle belegt, die können keinen schicken. Es sei halt eine äußere Klepperkiste da und dann ist er mit seinem Taxi-Trabi, was er jetzt hat, ums Eck rumgefahren. Das hat er richtig gut gemacht, also das hat mir echt gefallen. So ein bisschen Entertainment. Zwar mit ganz simple Mittel und alles nur mit seiner Action-Cam, aber das ist gut gefahren. Hat mir echt gefallen. Ja, und bei dem geht es abonnentenmäßig momentan echt richtig aufwärts. Da hat er in dem Video noch gesagt, dass er, also das Video hat er heute veröffentlicht, weiß auch nicht, ob er das am Sonntag schon gedreht hat. Dann hat er gemeint, ja, das wird auch mit seinen 3000 Abonnenten spezial, aber er hat die Abonnenten nicht, aber die wird er wohl bald erreichen. Er macht das Video jetzt trotzdem. Und wo er das Video veröffentlicht hat, hat er schon 3100 Abonnenten gehabt. Also abnormal. Ja, aber das ist YouTube. Die erste 1000 Abonnenten zu erreichen ist sehr, sehr, sehr mühsam. Und wenn du die 1000er Marke geknackt hast, dann geht es eigentlich echt relativ zügig voran. Solange du regelmäßig Content bringst, solange du regelmäßig Videos machst. Und wenn du halt da dann wieder so Flaute drin hast, wo du eine Zeit lang keine Videos machst oder halt veröffentlichen tust, dann geht es dann wieder ein bisschen bergab. Ja, das haben ja schon ein paar Mal mitgemacht, die haben schon ein paar Mal über 1000 Abonnenten gehabt.
aber YouTube hat mir immer wieder meinen Kanal kündigt. Das Problem ist halt, du kriegst von YouTube keine Erklärung dafür. Es kann sein, wegen den Links, was in der Videobeschreibung ist, das kann, ja, keine Ahnung. Das krasseste Beispiel war, ich habe halt mal extra einen YouTube-Kanal gemacht, wo ich nur dann auf der Amazon-Seite war und halt dann über verschiedene Produkte gesprochen habe und direkt halt einen Link zu dem Produkt gemacht habe, einen Affiliate-Link. Ich habe so gut wie keine Aufrufe gehabt und dann ist der Kanal kündigbar. Und ich denke, keine Ahnung, was sie da falsch gemacht haben. Dann haben die auf jeden Fall nochmal so einen Kanal aufgemacht. Und der war instant, war der sofort auch wieder kündigt. Also, das ist auf jeden Fall etwas, das will YouTube nicht, dass man einen Kanal macht. Ja, ich muss tanken gegangen. Dass man einen Kanal macht, wo man halt nur Produktempfehlungen macht und dann drauf verlinkt. Also wenn man jetzt ein Produkt sich kauft und macht ein komplettes Review drüber oder Unboxing oder sonst was, das geht, aber ich kann jetzt halt nicht auf die Amazon-Seite gehen, kann irgendein Produkt halt auf der Amazon-Seite zeigen und irgendwas dazu erklären. Das möchte, ja, keine Ahnung. Das funktioniert auf YouTube auf jeden Fall weiter. Also wenn ihr da irgendwo einen Kanal seht, wenn das irgendjemand macht, das könnt ihr da melden, der Kanal, der ist dann ruckzuck weg. So viel habe ich schon mal rausgefunden, dass das also ein Grund ist, warum YouTube einen Kanal zumachen tut. So, und ich bin jetzt echt mal gespannt, wie die Tonqualität ist, wenn jetzt gleich auf der B30 war. Wenn ich jetzt dann schneller fahre und wie es dann ist mit den Nebengeräuschen. Ja, und die haben meine ganze Reichschip-Videos, die haben ja eigentlich auch offline gemacht. Aber die haben jetzt echt wieder online gesetzt, weil, weißt du, ich finde, das ist für viele wahrscheinlich doch interessant. Einfach die Erfahrung, was jemand damit macht, weil meiner Meinung nach schadet sowas dem Motor nicht, wenn man es nicht übertreibt. Wenn man das einbaut, so wie jetzt sie, in der Hoffnung, dass man Sprit sparen kann, ist das okay. Wenn man ja nicht dann denkt, okay, jetzt habe ich mehr Leistung, ich fahre auch die Leistung. Das ist dann für den Motor echt ganz so toll. Wobei das zum Sommermotor wahrscheinlich nicht einmal, ich glaube, nicht einmal arg viel ausmachen wird, weiß es nicht. Ich habe da Zeit lang auf jeden Fall gerade über das ganze Chip-Tuning mir Zeit lang informiert, auch in verschiedene Foren. Dann haben halt auch eine darüber diskutiert, dass ja der 530D und der 535D ist ja genau der gleiche Motor. Sind halt von der Programmierung, vom Chip-Tuning praktisch ein bisschen anders und der 535D hat irgendwie im Turbolader was anderes. Glaube ich mal, bin mir da aber auch jetzt sicher. Das KSI ist komplett identische Turbolader. Also bin mir sicher, aber der 535D hat ja mehr PS als der 530D.
Und da ist halt dann einer in dem Forum drinnen quer und der hat dann gemeint, der schafft bei BMW oder keine Ahnung, wie der mit BMW, was der da damit zum Tun hat. Der hat auf jeden Fall gemeint, dass der Kolber beim 535D eine andere Legierung hat und somit besser mit der Hitze klarkommt, mehr Leistung, wärmere Verbrennung, muss der Kolber das letztendlich auch aushalten. Auf jeden Fall, der behauptet, der 535D hat eine andere Kolberlegierung, wo halt hitzebeständiger ist. Ob das so ist oder ob das jetzt so ist, ich habe keine Ahnung. Ich könnte es mir schon vorstellen. Aber ich bin mir da jetzt sicher. Mal der 535D, der wird wahrscheinlich schon, ja keine Ahnung, das Maximum an der Leistung wird das wahrscheinlich auch jetzt sein. Also ich weiß nicht, 3,0 Liter Diesel, wie viel Leistung das man aus dem tatsächlich rausholen könnte, wenn man es drauf anlegt. Der ist auf jeden Fall schon brutal. Aber die ganze Motorenentwicklung ist eigentlich tatsächlich so aufgebaut, dass die einen Motor entwickelt und der kommt dann auf den Markt mit relativ wenig Leistung. So dass dann die Autohersteller auch später herkommen können. Wenn sie dann immer wieder ein neues Modell oder wenn sie halt irgendwas am Auto verbessert, erneuert oder wie auch immer, dass sie dann sagen können, okay, das Auto, das hat jetzt nochmal 10 PS mehr. Weil der Autonormalverbraucher wird dann denken, okay, da ist jetzt ein besserer Motor drin, aber im Prinzip ist genau der gleiche Motor drin, da ist halt irgendwas dann optimiert worden. Das beste Beispiel ist ja auch zum Beispiel der alte BMW, der 325i und der 328i. Genau der gleiche Motor. Der 328i ist halt ein bisschen größer aufgebaut, dass er mehr Hubraum hat und hat eine andere Ansaugbrücke. Wenn man die Ansaugbrücke vom 328er auf der 325er drauf macht oder was andersrum, keine Ahnung, auf jeden Fall, wenn man da die Ansaugbrücke vom einen auf der andere tauscht, eure Ansaugbrücke ist auf jeden Fall offener, also ein Motor ist über die Ansaugbrücke gedrosselt und wenn man die austauscht, dann hat das Auto mehr Leistung. Ich glaube, das war der 328er, da hatte er durch das, dass er mehr Hubraum hat, hätte er zu viel Leistung gehabt, dann hätten sie den gedrosselt über die Ansaugbrücke. Und wenn man da die Ansaugbrücke vom 325i drauf macht, dann hat er mehr PS danach, mehr Leistung einfach. Ja, ist schon phänomenal, was da im Prinzip alles möglich ist. Bin ich gerade ein bisschen schneller gefahren, da bin ich jetzt nachher mal gespannt auf die Audioqualität, ob das jetzt besser ist oder nicht.
Weil die Nebengeräusche von dem Auto, das sind schon. Ja, schon relativ laut. Wenn das Mikrofon jetzt da dran ist, dann. Kann sein, dass es echt ein bisschen besser ist. Am liebsten würde ich eine Aufnahme mit meinem Kanzlon-Mikrofon, das was ich auf der Kamera oben drauf habe. Aber da ist die Audioqualität auf der Autobahn nicht mehr zum Gebrauchen. Solange ich auf der Landstraße unterwegs bin, mit geschlossenen Fenstern ist es ganz gut, aber sobald ich halt auf der Autobahn bin, ist das nicht mehr gut. Ja, so sieht's aus. Jetzt mache ich mal das Dachfenster auf. Mal gucken, ob das jetzt von der Nebengeräusche her arg viel schlimmer wird. Ja, das ist jetzt ein Testvideo mit doch ein bisschen sinnvollem oder unsinnigem Gelaber. Das ist eine gute Frage. Jetzt auf jeden Fall dann auch gleich wieder beim Schaffen. Ja, die Schafferei, das ist doch so ein Ding. Ja, aber ich jetzt sagen, bis morgen früh zum nächsten Video. Ciao.